So, jetzt aber mit reichlich Verzögerung sind wir dann endlich da. Also Entschuldigung an der Stelle es gab so ein paar technische Schwierigkeiten und wo an welcher Stelle ist ja nicht wirklich wichtig. So, auf jeden Fall, wir sind da, wie gesagt, mit ein paar Minuten Verzögerung, aber das sollte jetzt erstmal nicht das Problem sein. Es sind ja noch ein paar Minuten auch bis dahin, bis die Zahlen eben rauskommen und der Markt sich dann halt bewegt. Wobei es so ein bisschen aussieht, als hätte der Markt sich schon irgendwie vor den NFPs da halt oder als wären die News schon vorher gespielt worden. So, also ich sage hallo und herzlich willkommen auch im Namen von FX Flat zum Non-Farm Trading, zum Non-Farm Trading, Non-Farm Payrolls Live Trading. Und ich freue mich, dass ihr wieder alle zahlreich vertreten seid, sei es jetzt hier auf GoToWebinar oder halt bei YouTube, spielt keine Rolle. Und auf beiden Kanälen kann man ja natürlich eben auch seinen Input geben und eben was dazu schreiben zu dem, was hier passiert, was der Markt macht und so weiter und so fort. Wir gehen auch direkt rüber aufs Bild. Ich habe vorhin gerade schon gesagt, weil da hatte jemand gemeint, der Dirk hat bestimmt schon Long auf. Das ist in der Tat richtig, weil ich habe gerade halt ja gesagt, der Markt hat irgendwie schon so ein bisschen irgendwie die News gespielt, so wie ich das sehe. Und wobei der eigentliche Trigger, also wie ich es halt genannt habe, der ist halt nicht wirklich mit dabei, beziehungsweise der hat nicht funktioniert. Das habe ich vorhin auch im Live-Chat aktualisiert, habe den Pfeil nach oben weggenommen, nämlich der ursprünglich wo ganz anders sein sollte. So, ich gehe mal direkt drüber hier auf das Bild, damit man es auch versteht, wovon wir hier reden. Und zwar von der 695, also hier auf der rechten Seite der Dow. Ne? So, weil da war der ursprüngliche Ansatz, war nämlich der, also ich gehe ja immer davon aus, ne, das muss ich auch irgendwie auch immer wieder dazu sagen, vor allen Dingen bei denen, die dann halt eben hier neu mit dabei sind. Ich gehe immer davon aus, dass der Markt zu News nichts anderes macht, als eben ohne News auch, nur halt ein bisschen schneller mit überschaubar gefülltem Orderbuch. Ne? So, und das ist halt eben der Ansatz. Und deswegen beziehe ich mich natürlich dann auch nur auf das Bild und auf nichts anderes. So, was an News dann jetzt kommt, das werden wir dann halt mal sehen und dann halt gucken, ob das Bild vervollständigt wird oder nicht. Aber selbst das Bild, und das ist so ein bisschen mein Problem mit der ganzen Geschichte, ist, das Bild ist nicht sauber. Also, wir haben zwar jetzt hier in der Stunde da unten aufgesetzt und das heißt also hier unten in dem Bereich, das war aber eher so eine Vermutung, da bin ich ganz ehrlich, weil ich habe ursprünglich gesagt, das hier ist die eigentliche Bewegung, die ich halt gerne sehen würde. Also einmal hier runter auf die 695, wo wir jetzt ja gerade stehen. Und von dort dann halt eben nach oben raus. Ja, also wobei auch hier nicht klar ist, ob der Markt wirklich oben raus geht oder nicht. Ich meine, klar ist es ja eh nie, ne? Aber es gibt ja immer Wahrscheinlichkeiten, mit denen handeln wir am Ende dann auch. Und einfach aus dem Grund, deswegen habe ich das hier immer ein bisschen anders eingezeichnet als sonst. Wir haben hier womöglich eine Flaggenbildung einfach im H1. Das heißt, der könnte auch genauso gut leider nach unten wegklatschen. Deswegen bin ich da jetzt erstmal mit dem Long erstmal drin, also tief drin und werde den aber auch jetzt gleich verkleinern. Das mache ich jetzt hier auf der Stelle, damit mein Break-Even nämlich weit genug unten liegt. Weil das könnte sich halt so zu einer überdimensionalen Flagge halt hier irgendwo auch ausbilden. Das wäre möglich. Es muss nicht sein, es kann aber sein. Ne? Und deswegen bin ich da auch nicht bedingungslos long orientiert. Generell aber, und daher kommt das Ganze eben auch, die Überlegung halt für Long aus dem Daily, und das hat hier auch mal zu zeigen. Im Daily ist es nämlich einfach so, ich muss es ein bisschen größer machen, dass wir halt hier schon so eine gewisse Tendenz haben. Ne? Wir setzen hier unten auf den Supports auf und wir machen halt hier immer neuere Hochs und hätten hier schon die Möglichkeit, nach oben wegzuziehen. Ja? Also weil er halt eben hier aufsetzt und hier einfach nur in so einem Cluster, in so einem Daily Cluster. Und von daher ist die Chance schon da. Ne? Er muss es aber natürlich halt eben auch spielen. Und wie die News dann halt reinkommen, wir werden sehen, ob das Ganze halt so funktioniert. Ne? Ja, das wäre eine verdammt große Flagge zu dem Impuls davor. Das ist schon richtig. Ne? Ich sage ja auch nur, es ist ja noch keine. Es ist aber halt, es besteht die Chance, dass es halt negativ auflöst. Ne? Das ist halt schon klar. Und von daher lehne ich mich da jetzt auch überhaupt nicht aus dem Fenster, sondern beschränke mich jetzt auf die Position, die ich an der Stelle habe, nicht wissend, ob sie eben aufgeht oder nicht. Ne? Ganz klar. Also von daher, wir gucken mal noch. Wir haben noch irgendwie 2 Minuten bis dahin. Wie seid ihr denn positioniert? Könnt ihr es da gerne mal reinschreiben? Nelson hat Urlaub, ja, ne? Ja, der Wolfgang macht das heute. Der war nur gerade ganz still, weil ich ihm gesagt habe: Komm, Wolfgang, lass mal. Alles gut, kein Problem. Ich mache jetzt schnell die Einleitung.
Und da müssen wir uns da nicht lange dran aufhalten. Flat ist keine Position, noch keine Position. Ja, ne, das kann halt einfach. Also was mir halt natürlich nicht gefällt, ne, wenn man halt hier meinem Ansatz folgt, das, was ich ja jeden Tag eben halt auch in meinem Trading Guide ja auch beschreibe, was mir natürlich jetzt nicht gefällt, ist, dass wir überhaupt hier drunter geschlossen haben. Weil eigentlich habe ich ja gesagt, ne, so am besten bleibt er da weg und schließt nicht mehr drunter oder geht gar nicht mehr drunter in dieses Segment da unten rein, ne, weil es dann halt einfach schon sein kann, dass der Markt dann halt jetzt eben nach unten wegkippt. Und wenn er halt jetzt hier nicht doch irgendwie wieder erwarten, was heißt wieder erwarten? Ich meine, sonst wäre ich ja nicht long, wenn ich es irgendwie gar nicht erwarten würde. Ich sage nur so, vom Bild her gefällt mir das jetzt irgendwie gerade nicht, was der da halt macht. Und weil er halt eben die Stunde davor zu tief geschlossen hat. Ne? Und von daher kann es jetzt sein, dass wir hier unten rausfallen. Deswegen auch hier Position jetzt erstmal abgebaut, wie man ja sieht. Und weil ich nicht weiß, was der Markt macht. Und das kann halt irgendwie alles auch ganz anders kommen. Und wenn es unten rausfällt, dann muss man gucken, kriegt man den überhaupt noch zu greifen. Ne? Das ist nicht, steht natürlich noch auf dem anderen Blatt. So, dann geht's gleich los. So, also noch 30 Sekunden haben wir vor den Zahlen long geschlossen, long seit 634. Ja, short mit Kursziel 650. Ja gut, das ist ja gerade schon hier, ne? Ich bin gespannt. Also hier mit einem engen Stop könnte eng werden. Ich mache den mal ein bisschen weiter weg, weil ich habe ja Luft Break Even ist ja jetzt da unten. Aber nur falls es jetzt hier irgendwie eine kleine Zuckung gibt und er doch hochgehen sollte, damit ich da halt eben nicht mit der allerkleinsten Zuckung dabei bin. So, ist aber weg. Okay, gut, passt aber trotzdem für mich. Na, ich habe es so ein bisschen befürchtet erstmal, aber das Ding ist jetzt erstmal im Plus raus. Und da könnte man jetzt überlegen, geht man da jetzt nochmal rein? Aber mal kurz warten, bis das Volumen ein bisschen zunimmt. Das ist natürlich mies, ne? So halt eben mal unten weggefischt und dann halt, wenn er jetzt dann oben rausgeht. Aber wäre schon möglich, ne, dass wir hier oben rausziehen. Okay, ich gehe mal mit einer kleinen Position, mit einer kleinen Position hier rein. Das ist jetzt noch ein Viertel von dem, was ich vorhin original drin war. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir den da oben raus. Zumindest, dass wir halt hier die Strecke dann halt hätten. So, jetzt haben wir hier irgendwie kurz ein bisschen Stillstand. Das habe ich irgendwie die Woche schon ein paar Mal gehabt. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht etwa so. Das wäre natürlich ganz schlecht. Wolfgang, Wolfgang ist noch da. Beziehungsweise der Markt ist noch da. Aber so kann ich nicht arbeiten. Das wird schwierig, ne? Weil ich würde schon tippen, dass der Markt nach oben rauszieht. Wolfgang? Ja. Kannst du was dazu sagen? Guck dir das Bild an. Hier steht alles still. Liegt das jetzt an meiner Verbindung hier? Wobei ich habe hier ein L stehen. Das heißt, Verbindung weg zum Broker-Server eigentlich. Ich würde nämlich hier eigentlich noch gerne einen draufgeben. Ab und zu zuckt es mal hier. Ja, okay. Das sieht schon anders aus. Ist ja da. Das sieht schon anders aus. Okay. Also, Markt zieht nach oben raus. Also ich glaube, man muss das hier auch nicht übertreiben mit der Positionsgröße. Lieber den Stop ein bisschen weiter weglassen, um da halt eben nicht irgendwie gleich eins auf die Mütze zu bekommen, wenn es halt mal ein paar Meter rückwärts geht. Ne? So, aber generell war die Vermutung jetzt erstmal richtig. Also was heißt die Vermutung? Ne? Ich habe ja gesagt, ne, ich bin mir nicht sicher, was natürlich Shit war, war jetzt halt einfach, dass wir da unten nochmal irgendwie kurz raus sind und dann der Long, der erste erstmal geflogen ist. Ne? Aber okay, gehört dazu. Also, was man jetzt halt hier sieht im H1 ist, wir stehen jetzt erstmal da oben an der Extension vom Framing. Das ist halt für mich immer schon so ein Punkt, wo ich sage, naja, da kommt ja nicht so ohne weiteres drüber. Wir stehen auch am SMA 20, stehen aber am Daily und dort würde ich natürlich das Ziel als erstes suchen, kurz vor der Eröffnung. Ne? Das heißt, die sollten wir eigentlich schon noch sehen in irgendeiner Form. Aber hier mit dem Stop, also das hier der Fill, ne? Ich glaube, Wolfgang, da müssen wir nachher reden über den Phil hier oben. Der,
Der war ja auch ganz anders, als er irgendwie sein sollte. Aber ich lasse jetzt hier erstmal einen großen Stopp mit 100 Punkten, weil alles andere kann ich hier nicht machen. Aber das hier ist echt ein Problem, ne, was wir hier haben. Also, das ist nicht gut. Aber wir müssen da, glaube ich, irgendwie mal rausfinden, woran das liegt. Ob das jetzt irgendwie bei mir hier liegt, an meiner Technik, beziehungsweise an meinem Server, oder ob das bei euch ist. So, aber ich gehe davon aus, dass wir die Eröffnung da oben halt noch sehen, würde halt den auch hier unten weiter long einskalieren. Falls er irgendwie nochmal runterkommt, hier ein Point of Control, und so, dass ich jetzt zumindest einen vernünftigen Average habe. Aber so hatten wir das auch noch nicht, ne? Mit irgendwie den Störungen. Das ist halt echt so ein bisschen. Ja, schreiben die hier in den Kommentar auch. Einige hatten da wohl irgendwie Probleme mit dem Markt beziehungsweise mit der Übertragung. Aber ich glaube, liegt auch so ein bisschen an der VOLA, ne, die schon relativ hoch ist. Ach, bin jetzt halt hier auch hier viel zu hoch drin, ne? Das ist halt klar. Ich meine, hier war noch okay, ne, bei der 700 mit dem kleinen Breakout da oben raus. Aber das hier ist jetzt irgendwie ein bisschen ungeil natürlich. Aber okay, ich gehe schon davon aus, ne, im Zweifelsfall, wenn man halt so eine Nummer macht, wie ich halt immer sage, Position runter und Stop rauf, also lieber kleine Position dann halt und dann halt eben ein bisschen was aushalten und dann halt mal gucken, ob sich das Ganze so auflöst, wie es sich auflösen soll. Also ich gehe davon aus, weil wir halt ein Daily halt eben auch damit morgen beziehungsweise um Mitternacht irgendwie quasi ohne irgendeine Gegenbewegung direkt runtergefallen sind, ist das eigentlich so auch so ein Punkt, der irgendwie gerne nochmal erreicht werden möchte. Dann gehe ich mal ganz stark von aus und dass der Daily halt schon zumindest mal versucht, da oben durchzudrücken. Guck mal ganz kurz auch auf den DAX, interessiert mich natürlich auch, wie der halt eben aussieht. Und wo haben wir den? So. Ob der die Reise macht? Ja, ne? Der sitzt hier auch wie beschrieben, oder das habe ich tatsächlich so beschrieben. Das wäre die einfachste aller Bewegungen. Hier sieht man es ja noch irgendwie hier bei der 800 etwa auf, also hier in der grünen Zone, und sollte dann eben halt nach oben ziehen. Das macht er soweit, glaube ich, erstmal recht gut, und er könnte eben auch heute die 18.000 durchaus erreichen, wenn nachher die Kasse noch ein bisschen mitspielt im DAO. Beziehungsweise nicht nur im DAO, sondern halt eben generell, wenn die Kasse mitspielt, sieht das eigentlich gut aus. Auch mal ganz kurzer Blick noch auf Gold. Ich lasse den Trade hier in Ruhe, ne? Der hängt ja jetzt erstmal ganz okay da, ne? Ist ja auch hier im Plus, sieht man ja. Mal gucken, ob der nicht noch den Impuls da oben raus schafft. Gold, wie sehen wir denn da aus? Ja, gut. Gold hat, wie man sieht, hier die 2180 erreicht. Das ist soweit und gut, da habe ich heute Morgen auch noch eingezeichnet, auch gestern schon erwähnt. Das Minimalziel von, das war JP Morgan, glaube ich, liegt halt bei 2175. Und die ganzen Ziele auch eben von den Großbanken liegen alle deutlich höher, ne? So, aber generell ist das hier der Trade, der eben noch läuft. Hier unten vom Swing aus kommend. Damit bin ich halt natürlich auch happy und lasse den erstmal drin. Bevor wir zum DAO zurückkommen, auch hier nochmal ganz kurzer Blick auf den Bitcoin. Der steht noch auf der Stelle, der spielt also hier nicht mit. Also bleiben wir nochmal bei den Märkten, die uns jetzt hier hauptsächlich interessieren. Also, man sieht also, ne, hier der, na, wo ist es? Irgendwie habe ich hier so ein bisschen Stress mit der Technik heute. So, da will ich hin. So. Da heute nur los. Also, man sieht also hier jetzt auch im H1 nochmal, um das nochmal eben auch nochmal ein bisschen deutlicher zu erklären. Also hier hängt irgendwie auch einiges. Ich vermute wirklich fast, das liegt an meinem Server, an der Verbindung. Ich muss den mal, glaube ich, irgendwie neu starten. Das hätte ich vielleicht besser vorher machen sollen, weil man sieht es ja hier, ne? Hier hängt irgendwie einiges irgendwie in der Gegend rum. Also kann ich mich natürlich nur entschuldigen. Das ist halt echt Shit. Aber okay, passiert halt. Ich hoffe, man konnte trotzdem verstehen, was ich gemeint habe bisher, ne? Also den DAX lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Das habe ich hier gestern alles erklärt. Der rennt jetzt natürlich einfach nur hier hinterher. Und hier sieht man halt auch, ne, News sind egal. Am Ende macht der Markt eben halt das, was er halt sonst auch machen würde. Nur halt so mit ein paar Schweinereien. Hier halt auch noch irgendwie kleines neues Low. Okay, ne? Und der DAO halt eben auch kleines neues Low. Aber versucht dann jetzt halt schon, das Ding nach oben aufzulösen, ne? So, also ich muss mich hier, ihr merkt es, ne, ich bin natürlich hier etwas gerade so ein bisschen überfordert,
weil die Technik nicht läuft, wie sie laufen soll. Und das geht mir natürlich so ein bisschen auf den Zeiger hier, ganz klar. So, hier oben ist die Eröffnung, das meinte ich damit. Hier haben wir auch ein kleines Gap hier oben in der blauen Zone. Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass wir das relativ schnell sehen werden. Ob wir das jetzt in dieser halben Stunde noch, also bevor die Kerze fertig wird, hier auch noch sehen, bevor die Periode hier fertig wird, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber das ist natürlich so für mich das Naheliegendste da oben überhaupt, damit der Markt halt eben, weil er halt ja bei größeren Bewegungen natürlich schon irgendwie, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich sollte vielleicht die Kommentare nicht zwischendurch lesen. Bei größeren Bewegungen sucht man halt auch eher die Targets dann halt eben im Daily, ne? Ganz klar. Weil am Ende geht es ja halt immer so, das ist so merkwürdig und komisch, das klingt, aber halt eben am Ende geht es ja halt darum, natürlich den Tag zu handeln und damit halt eben auch die Form dessen, wie der Markt dann eben am Ende des Tages rauskommt, also um die Daily Candle, wenn man dann halt eben so will, dann ja halt auch, ne? Weil es ist ja halt einfach nur letzten Endes das, was uns ja halt eben gezeigt wird, als das, wie der Tag halt verlaufen wird. Ne? Und das sind natürlich dann halt die typischen Targets, sind halt dann eben ganz auf die übliche Weise einzuschätzen. Also das heißt Tageseröffnung, Tageslow, Tageshigh und Tagesopen. Ne? Und das Open ist eben hier an der Stelle, da waren wir noch nicht, da oben haben wir den kleinen Peak. Und so, hier ist das gemeint, ne? Da oben, da haben wir einen kleinen Peak jetzt irgendwie zwar drüber gehabt, aber mehr hat jetzt irgendwie auch noch nicht. Und das war halt eben auch heute Morgen. Und da könnte schon sein, dass der Lust hat, den Markt eben da oben rauszuziehen. Ich mache das Bild hier nochmal ein bisschen kleiner, damit man versteht, was ich überhaupt da insgesamt vorhabe mit dem Markt. Also, ja, ich habe es ja, oder diejenigen, die meinen Stream hier verfolgen, die wissen natürlich, was ich meine. Und zwar geht es halt darum, wir hatten hier unten so einen Ausbruch eben halt hier aus so einem, nennen wir es mal, Trend oder Kanal oder wie auch immer. Ne? Und man hat halt gesehen hier auf der Unterseite, dass wir dort halt eben aufsteigende Lows hatten. Und das hält da jetzt auch bei. Und wie man hier sieht, auch mit einem Low, das halt hier quasi in so einer Kurve jetzt nach oben liegt. Das heißt also kein Low irgendwie auf gleichem Level. Also allein das Level hier wäre mir schon zu tief gewesen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Diagonalen. Das weiß auch, glaube ich, jeder, der hier öfters mal mit drauf schaut, bin ich absolut nicht. Aber das hier war halt zu deutlich, um es zu ignorieren. Und jetzt sieht man halt, ne, also wir haben halt hier ein aufsteigendes Low, das halt nicht mehr sich da unten einreiht. Und das unterstreicht für meinen Begriff ist so ein bisschen jetzt natürlich auch die These, dass der Markt durchaus nach oben auflösen könnte. Und wir dann eben auch im DAU nochmal in Richtung ATH dann auch laufen dürfen. Ne? So, und das heißt, hier stehen wir jetzt, es zieht sich also jetzt erstmal ganz gut weiter rauf. Und das heißt natürlich, dass wir hier oben dann an das Gap nochmal müssten. Da hätte er gestern schon hingekonnt, aber okay, dann hat man wohl sich gedacht, na gut, morgen sind NFPs, da können wir nochmal unten ansetzen. Machen wir mal langsam hier. Und das heißt, sobald er jetzt hier oben drüber schließt, ne, also sofern wir die Stunde jetzt tatsächlich da oben geschlossen kriegen, irgendwo in dem Bereich über der 700, was ist das hier, 790, 800, dann sollte die nächste Bewegung eigentlich relativ klar sein, vielleicht mit einem kleinen Rücksetzer, beziehungsweise ich habe sie hier eigentlich gerade schon eingezeichnet, ein kleiner Rücksetzer vielleicht hier hin und dann halt direkt da oben rauf auf die 931. Und wenn die erstmal genommen ist, und das sieht man hier auch an dem Gap sehr schön, ne, dass wir halt hier den Beginn von der Abwärtsbewegung, der war hier, ne? So, und das heißt, der ist natürlich dann am interessantesten, wenn der Markt jetzt überhaupt nochmal hier raufkommt. Hier haben wir so ein Cluster von gestern. Das sollte er aber eigentlich halt erledigt kriegen. Da sehe ich jetzt irgendwie nicht so wirklich die Schwierigkeit dabei. Und weil dort ja auch eben Volumen ist und wir jetzt von unten rankommen. Und das heißt dann natürlich eben auch, dass hier oben wesentlich interessanter sein dürfte zu kaufen als zu verkaufen. Und das heißt, hier dieses Hoch raus, dann wäre die 931 das nächste Target und sollte die halt eben fliegen, hier oben, das ist ein bisschen höher, das ist 960 etwa und dann stehen wir auch relativ schnell wieder bei der 39.100. So, und deswegen wollte ich natürlich halt eben auch long gehen. Also ich bin hier gar kein Freund von Short, auch aus dem Grund zum Beispiel mit der Korrelation, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen in meinen Trading Guides. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal rüber. Hoffentlich erwische ich jetzt hier einfach mal den richtigen. So. Gut, der hat sich auch schon freiwillig hier abgesichert. Nach 50 Punkten automatisch der Stereo Trader. Von daher passt das auch erstmal so weit, so gut. Das ist natürlich schon eine arge Bewegung, die wir halt hier auch haben. Ne? Das ist ganz klar. Aber es lohnt sich da halt auch manchmal einfach so ein bisschen länger die Füße stillzuhalten und da halt ein bisschen Geduld zu beweisen.
und das eben auch mal auszuhalten. Ne? So, da habe ich ja gerade gesagt, da will ich hin und da will ich vor allen Dingen auch drüber schließen. Und ganz klar, hier drehen wir nämlich jetzt, hier sind wir nämlich jetzt an der Stelle, wo wir die Tageskerze jetzt möglicherweise nach grün drehen. Und bin mal gespannt, ob das gelingt. Ne, also den, wenn man das jetzt irgendwie mitgehandelt hat und da halt irgendwie mit long gegangen ist und hat man jetzt natürlich auch schon irgendwie über 100 Punkte vorne, ne, als an der Stelle, wo ich es vorhin ja auch gemacht habe. Und das kann man sich natürlich jetzt überlegen, ob man da nicht einfach rausgeht. Ne? Das ist halt ganz klar und ist auch völlig legitim, gar keine Frage. Ne? Ich behalte den jetzt aber jetzt hier erstmal drin und guck mal, ob wir den Impuls noch bekommen. Würde aber dann auch irgendwie gleich, obwohl ich jetzt hier nur irgendwie mit der Hälfte drin bin, aber trotzdem gleich auch mal ein Stück auflösen. So, jetzt haben wir halt genau das Ding. Ne? Also das heißt, hier drehen wir jetzt den Tag um, beziehungsweise er versucht es. Meistens gelingt das nicht im ersten Anlauf, deswegen auch hier mal ein Stück raus. Und das lasse ich dann mal offen, halt eben für nachher, für die zweite Runde, dann halt eben um 15 Uhr. Ne? Sieht man auch hier, meistens ist das echt total typisch. Mal kurz anklopfen und dann geht es erstmal doch noch nicht weiter. Ne? So, und das heißt, hier würde ich den Stop auch nochmal runterziehen, hier unter den letzten Peak, aber hier unten nicht nochmal. Ne? Das ist halt auch klar, weil da reicht es ja dann auch irgendwann. Das heißt, ich würde dann halt hier in dem Segment, in dem Cluster irgendwo versuchen, auf der Unterseite Near Point of Control, wenn möglich, da halt reinzukommen, wenn wir nochmal einen Rücklauf bekommen sollten. So, damit ist die Frage auch beantwortet mit der Glaskugel, die auch ganz am Anfang hier drin mal stand. Hast du eine Glaskugel, weil ich gesagt habe, long, ne? Ja, das, ne, das, also zumindest bewahrheitet sich ja halt, dass, wie immer ja eigentlich, ne, der Markt macht nichts Neues, wenn News kommen und es ist nicht gefährlich, News zu handeln, sondern der Markt macht es halt eben nur schneller, weil das Volumen dünner ist und weil das halt eben dann kann. Mal ganz blöd halt gesagt, ne? Okay. Ich lege die Kommentare. Okay, alle kann ich da glaube ich nicht irgendwie oder sollte ich vielleicht nicht kommentieren, aber generell natürlich schon witzig. So, vor allen Dingen, wenn man jetzt mal guckt, wie der M15 da steht. Ne? Na, wo sind wir hier? Was ist denn? Wo ist meine Maus? Maus habe ich auch keine mehr. Ah doch, da ist meine Maus. Irgendwie ist hier alles ganz komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Echt nicht. Also, das finde ich jetzt nochmal ganz merkwürdig, weil ich bin, weil die Maus hat jetzt zum Beispiel halt hier mit meinem Server überhaupt nichts zu tun, weil ich bin ja hier immer remote drin. Und ich vermute wirklich, dass der Server da halt irgendwie mal ein Reset braucht. So, ich wollte eigentlich nur den M15 zeigen. Der hat natürlich schon hier eine Ansage gemacht. Ne? Das ist doch meine M15-Kerze. Ich glaube, die diskutieren wir heute nicht mehr so schnell weg. Ne? Recht deutlich, die ganze Nummer hier. So, trotzdem kann die natürlich auch ein bisschen zurücklaufen, wenn sie das denn unbedingt machen will. Weiß ich nicht. Ne? Aber Short, oh, ja, ne? Ist natürlich mein, klar, ne? Wie gesagt, macht jeder, was er will. Ne? Ich bin aber da halt gar kein Freund davon oder auch die ganze Zeit schon nicht. Mich hat das hier gestern so ein bisschen genervt, natürlich. Ganz klar. Also der kann jetzt hier mal korrigieren, aber ich glaube nicht, dass das viel mehr wird als eine Korrektur. Ne? Und da kann man halt mal gucken, wo man den ansetzt. Favorit ist dann natürlich irgendwo Point of Control, wobei er da halt auch erstmal hin muss. Ne? Weil er hat jetzt hier halt eben auch diese Highs rausgenommen. Das heißt also, vielleicht dann halt irgendwie so bis dahin. Als Beispiel im M15, ne, diese Highs meinte ich halt, und dann von dort dann halt eben wieder rauf. Ne. Aber hier ganz auflösen wäre ich jetzt auch noch nicht. Auch wenn wir jetzt hier an diesem Peak dran sind, das ist das Tageshoch von heute, wo er heute Morgen mal irgendwie kurz reingestochen hat, auch alles gut und schön, aber wahrscheinlich nicht relevant. Ne. Und deswegen halt auch hier kein Short, also nicht für mich. Auf keinen Fall. Ne. Auch wenn der jetzt hier irgendwie komplett eskalieren sollte, kann auch sein. Dann bin ich halt nur noch hier mit einem Viertel drin, aber ich bin drin und alles besser irgendwie als nichts. Und alles noch viel, viel besser als Short. Das muss ich jetzt mal ganz gemein dazu sagen, ne? Weil ja vorhin auch irgendwie einige meinten, irgendwie so, ich bin Short, ne? So, aber okay. Dafür ist das ja auch. Ich meine, Börse, wir müssen ja irgendwie oder dürfen ja gar nicht alle einer Meinung jetzt sein. Weil wenn dem so wäre, würde sich ja auch nichts mehr bewegen. Ne? Von daher geht das ja gar nicht. So, das heißt, hier kann man jetzt erstmal gar nicht viel machen. Hier sieht man, ich habe halt hier auch bei der 3, bei der 751 hätte ich halt nochmal eine zweite Position da am Start. Das müsste auch etwa in dem Segment sein, genau, ne? Wo ich halt gerade gesagt habe, hier diese Highs, dann Point of Control, das ist alles im gleichen Bereich. Das passt für meine Begriffe. So. Mal kurz einen Schluck trinken hier. Aber doch zumindest ein nettes Live-Trading. Ne?
Also ging es jetzt um die Show, und da sage ich ja halt immer wieder, das geht es natürlich nicht. Oder ging es darum, jetzt hier nur den Impuls mitzunehmen? Da würde ich halt sagen, Leute, raus hier, ne? Gar keine Frage, und dann nachher nochmal ansetzen. Also ich meine, liegt fett im Plus, und da muss man sich jetzt irgendwie nicht viel Gedanken drum machen, ob man da jetzt halt irgendwie was falsch macht. Nee, 100 Punkte verdient sind 100 Punkte verdient, da kann man natürlich irgendwie drauf, da kann man natürlich einfach mitnehmen, ganz klar, ne? Gar keine Frage. Ich lasse jetzt halt hier den nur deswegen drin, weil ich halt hier echt so mini drin bin und irgendwie halt der da vorhin halt so ein bisschen doof irgendwie rausgeflogen ist, finde ich natürlich nicht so nett, ne? Aber okay. Wie war das eben? Ja, gut, ne? Das war der letzte halt eben hier mit 200 Euro. Der war schon ein bisschen weiter vorne, aber ist okay. So, und der jetzt hier noch dazu, das passt schon. Nächste Postshow. Gut, also Robert, 45 Punkte mitgenommen. Ich gucke mal auch kurz die Frage noch bei GoToWebinar durch, wobei ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung habe, wenn ich hier drauf drücke, so wie das mit der Technik heute läuft, kommt das an einem falschen Fenster raus. Und wenn ich mal hier ganz kurz Pause, Knopf, eine Sekunde. Nee, war nicht im falschen Fenster. So, Dirk, das liegt am Provider, nicht am Server, weiß ich nicht. Okay, Zahlen sind gut für Long, so kann keiner arbeiten. Ja, ne? Aber okay. Dirk, vielleicht kann ich was sagen Ja. zu der E-Mail, was den Provider betrifft. Ja, klar. Ich habe das jetzt, da wo ich das gelesen habe, checken lassen in unserer Trading-Abteilung, ob da irgendwie ein Abbruch war, etc. Und bei den Kollegen nachgefragt, die parallel ja auch im Webinar mit drin sind. Von unserer Seite aus kann ich da nichts verzeichnen. Ja, Ist ich sage ja, ich schließe alles nicht noch aus, ne, weil ich habe es möglich? hier am Handy ja auch gesehen. Okay, das läuft irgendwie weiter oder zumindest hat es sich da noch bewegt. Das habe ich hier parallel auf, einfach nur zur Kontrolle. Und kann schon sein, ne? Also ich habe ja auch hier irgendwie, habe man ja gerade gesehen, das ist irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig verzögert bei mir. Will ich nicht ausschließen, ne? Also deswegen habe ich ja auch nicht irgendwie auf euch gezeigt. Ich habe ja nur gesagt, Nein, nein, ich oder wollte, habe ich ja. das hab ich auch nicht so Ja. verstanden. Ich wollte halt nur, dass auch meine Pflicht tun und nachprüfen, Ja. ob da irgendwas gewesen ist, oder? Ja, das könnte halt wirklich sein, dass der Server halt irgendwie, also ich boote das Ding ja, keine Ahnung, alle halbe Jahr mal neu. Das sollte ich dann, glaube ich, mal irgendwie noch mal tun, weil es ist halt in der Tat so, wenn man das halt irgendwie zu lange nicht macht und dann halt irgendwie dann bei solchen Zahlen, dass es dann halt irgendwie gerne schon mal hakt. So, also sorry noch mal, Leute, für den technischen Stress, aber okay, passiert, ne? Deine Internetleitung war überfordert. Das glaube ich nicht. Ich habe hier eine tausende Leitung und zwar upstream und downstream. Also daran liegt es nicht. Und was ich halt hier habe auf, also was, ne, ich, wie gesagt, außer auf dem Server habe ich halt so eine Leitung. Und hier, was ich da jetzt mache oder was man sieht, das ist ja quasi nur das Fenster zum Server. Da ist halt die Internetleitung nicht entscheidend oder beziehungsweise das würde sich nicht dadurch darstellen, dass halt hier plötzlich irgendwelche Kerzen stehen. Bleiben, ne? Ja, der Ben, die Leitung hätte ich auch gerne. Ja, ich auch. Zu Hause fände ich die super, ne? Aber die Rede ist ja natürlich nicht hier von der lokalen Anbindung zu Hause, sondern da, wo der Server angebunden ist, weil da brauche ich die natürlich auch. Aber nutzt natürlich auch nichts, ne? Wenn man halt irgendwie das nicht im Auge behält, ob da halt noch was hängt, ne? Okay, habe die Nerven bei 730 verloren, bin mit 10 Punkten raus. Ja, ne? Das ist. Ich sag mal, ich weiß ja halt so irgendwie, es gibt ja halt immer solche merkwürdigen Weisheiten, ne? So nach dem Motto, ja, die erste Richtung ist die falsche oder kommt sowieso wieder zurück und weiß ich nicht was alles. Ne? Das ist halt irgendwie alles Quatsch. Ne? Also, aber sowas, wenn man sowas im Hinterkopf hat und weiß dann, News bewegen sich rauf und runter. Und dann wird man halt nervös und denkt, oh, jetzt kommt er bestimmt nochmal zurück und so weiter. Nee, ne? Also wenn das Bild halt voll ist. Und dann braucht man da halt irgendwie nicht nervös zu werden, rauszugehen. Da kann man auch einfach mal drin bleiben. Hat man ja gestern auch gesehen beim DAX, ne? Der halt irgendwie hier mit den EZB-News, mit dem Zinssatzentscheid, der hatte genau das Gleiche gemacht, ne? Der ist dann halt einfach weitergelaufen. So, und da muss man halt irgendwie nicht unbedingt nervös werden. Wichtig ist nur klar, dass man halt irgendwie nicht zu überzeugt davon ist, von dem, was man macht, ne? Und dann halt irgendwie auch mal sagt, ja, okay, komm, ich nehme mal einen Teil raus. Habe ich ja jetzt hier auch gerade gemacht, ne? Auch wenn es jetzt hier nur bei mir noch eine halbe Position ist, aber egal, ich habe einen Teil rausgenommen. Ne? Habe ich halt eben nur noch ein Viertel drin. Ist ja schon okay. Ne?
Von daher, aber klar, ne, ist halt irgendwie auch Übungssache und vor allen Dingen halt Erfahrungssache, ne, ganz klar. Hab das hier auch schon ein paar Mal gemacht. So, gut, also, das heißt, ne, ich habe ja eigentlich jetzt auch schon beschrieben, was ich denke, was der DAO dann halt eben auch nachher machen sollte. Zur Kassaeröffnung. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Kerze hier nicht mehr so ohne weiteres da halt irgendwie wegdiskutieren, diese erste Ausbruchskerze im M15. Wir brauchen hier auch eigentlich kein Return to the Mean, ne? Also das wäre die 671. Könnt, klar, gut, ne? Die Kasse ist auch schnell mal irgendwie 100 Punkte im Rückwärtsgang unterwegs, ne? Das heißt, 671, deswegen, das war ja der Ausgangspunkt irgendwie von 14:30 Uhr, ne? Hier oben sieht man es an der Stelle. Ne, klar, die Kasse darf das. So, ich sage aber halt nur, ich glaube nicht, dass wir da halt eben nachher einfach runterkippen, da unten rausfallen. Das halte ich für sehr, sehr, sehr fragwürdig. Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt auch mal anguckt, wie mittlerweile der Daily da halt auch steht. Ne. Da sieht man ja auch, was der eigentlich vorhat. Der will da oben raus. Ne. Ob er das da hinkriegt, klar, steht wie immer auf dem anderen Blatt. Ne. Aber die Motivation von den Käufern ist ja wirklich bisher wirklich unübersehbar. Ne. So, irgendjemand schreibt hier Gold Short. Wieso Gold Short? Was macht ihr mit meinem Gold-Trade? Ich bin noch nicht so weit, dass ich, also mental noch nicht so weit, dass ich da anfange, Short zu gehen im Gold. Ja, gut, da oben. Ne? Ich sage ja hier, ne? Das ist Banks Minimal Target 2024. Da hat es dann halt mal reagiert. Ne? Da wissen wir dann auch, wer es war. Da kann man ja mal irgendwie gucken, wer wo was analysiert hat. Das war dann JP Morgan, die halt hier gesagt haben: Na gut, ne, so, jetzt haben wir es doch und dann machen wir erstmal hier Pause. Ne? Aber Gold ist halt generell insgesamt total geil gelaufen einfach. So die ganzen letzten Tage, ne? Müssen wir halt nicht drüber reden. Nee, aber ich lasse Gold drin. Also warum soll ich da jetzt an Gold irgendwas operieren? Man sieht ja, von wo der Trade kommt, und das liegt ja halt unendlich weit vorne quasi schon, irgendwie $150 pro Feinunze. Das ist natürlich irgendwie schon heftig. So, die Abteilung soll mal nachschauen. Hab heute schon öfter Probleme mit dem Server. Okay. Bin Golf ausgestiegen. Golf? Golf oder Gold? Gut, also beim DAX, also da brauche ich auch nicht, ne, das habe ich ja gestern im Trading Guide beschrieben, der ist halt auch klar, ne, der sollte jetzt hier eigentlich, wenn er sich jetzt so halten kann, auch hier im H1, hat er eben auch gute Chancen, komplett nach oben wegzuziehen und dann halt eben die 18.000, 18.050 auch noch voll zu kriegen. Das sind noch 200 Punkte, wären natürlich noch ein paar Meter, aber why not, ne? Bis heute Abend ist ja noch ein bisschen Zeit. Sieht also auch gar nicht short aus und hat hier auch erstmal sauber reagiert. Also auch der ist im Plan. Dann halt nochmal ganz kurz zum DAO. Also, ne? Der macht jetzt eigentlich nur das oder versucht das, was ich ihm vorhin, wenn ich das mal so vermessen sagen darf, als Aufgabe gegeben habe, nämlich hier oben den H1 zu schließen. So, da habe ich halt gesagt, wenn er das nachher macht, irgendwie um 15 Uhr. Und dann halt hier ein kleiner Rücklauf, da ist der Pfeil ja noch. Und dann kann man den, glaube ich, da auch nochmal eine Runde besser eintüten. Ne? Also klar, ein bisschen Vorsicht vor der Kassaeröffnung, weil es könnte schon sein, dass die halt irgendwie auch nochmal irgendwie günstig rein wollen und dann erstmal alles Mögliche da rausschmeißen, um den Kurs runterzudrücken. Das kann natürlich schon sein, ne? Aber halt wäre halt eben auch legitim. Ne? So, why not? Also das wären dann halt eben mal 130 Punkte runter. Also hier unten irgendwo dann schlimmstenfalls dann halt nochmal hier in dem Bereich die 695. Das heißt, jetzt kann man den Pfeil dann eben auch da nochmal hinziehen. Falls er irgendwie tiefer kommen sollte, wären das halt die beiden Punkte. Einmal hier oben ganz simpel SMA 20 beziehungsweise Point of Control hier in dem Bereich die 770 oder wenn es eben übertreibt, dann halt 695 mit Maximum eben bis zur Eröffnung von dort, wo die NFPs gestartet sind. Und dann darf der da oben rauslaufen heute? Sehr, sehr gerne. Ne? Ob er das dann wirklich macht oder nicht doch nochmal hier irgendwo im Mittelfeld scheitert, weiß ich natürlich nicht. Ne? Ich finde es aber halt jetzt auch nicht so falsch, die Tendenz da halt irgendwo abzugreifen und die versuchen mitzunehmen. Ne? Und wenn die halt eben so ist, dass der Markt von unten nach oben drückt, dann versuche ich halt irgendwo unten reinzukommen und mit nach oben zu drücken und eben nicht das Gegenteil halt zu machen. Ne? Gut, alright. Also würde ich sagen, machen wir hier dann irgendwie auch Feierabend. Also generell alles fein im Plus. Ich würde das mal irgendwie betiteln mit irgendwie 100 Punkten Profit. Mehr waren es ja dann halt leider nicht, ne, weil ich halt hier so ein bisschen blöd reingekommen bin. Beziehungsweise hier unten ist er noch 650. Ja, okay. Nee, Quatsch, ist er gar nicht. Hier bei 700, wo er über die Hochs drüber ist. Ne, da habe ich halt gesagt, okay, da kann man das halt mal irgendwie mal machen.
und dort eben mal reingehen. Und war hier oben über der 800, ne? Also 100 Punkte plus, glaube ich, hier zu attestieren ist absolut fair, würde ich mal sagen. Und den Rest werden wir jetzt hier natürlich eh nicht mehr hinkriegen, ne? Weil das dauert natürlich halt viel zu lange. Also beziehungsweise bis zur Kasseöffnung rein brauchen wir jetzt halt nicht. Ich weiß auch gar nicht, weil ich so lange erzählen soll, um ehrlich zu sein, weil ja irgendwie alles schon gesagt ist oder halt ich ja halt auch im Vorfeld heute Nacht ja auch irgendwie alles schon erklärt habe. Und ich würde mich ja da halt generell nur wiederholen. Also, ich hoffe, ihr habt vor allen Dingen alle was mitbekommen, also beziehungsweise halt alle was mitnehmen können hier im Trading und habt da jetzt nichts falsch gemacht. Und ne, auch wenn es nicht eine Empfehlung ist, wie ich halt auch immer ganz klar unterstreiche, darf es ja halt auch nicht sein, rein rechtlich natürlich nicht. Freue ich mich natürlich trotzdem, wenn sich da einige meiner Haltung anschließen und dann halt eben auch hier in der Lage sind, profitabel mit dabei zu sein beim Live-Trading. Ne? Wobei das natürlich, muss ich ja auch klar sagen, ne? Es gibt ja auch mal Live-Tradings, die sind halt eben nicht so geil. War das letzte nicht sogar so? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da, ach nee, war gar nicht. Da habe ich nur irgendwie mich einmal habe ich zu früh irgendwie losgelassen und habe da an der falschen Stelle gekauft und mir dadurch einen kleinen Loser eingehandelt. Aber insgesamt war das auch profitabel. Aber trotzdem gibt es auch Live-Tradings, die halt eben ungeil sind oder wo dann halt eben, wo ich mich mit Timing vertue. Ne? Weil wenn ich ja halt immer der Meinung bin oder wenn meine Auffassung ja eben die ist, dass der Markt eben halt, wie soll ich das sagen, ne, halt sich an gewisse Grenzen hält, an gewisse Muster will ich es noch gar nicht mal nennen, ja, und was ich aber nicht beeinflussen kann, weder bei den News noch beim normalen Trading, ist halt eben, wann der Markt das macht. Ne? Und da kann es dann halt eben mal passieren, das hätte hier genauso passieren können, bei den News, dass der Markt zum Beispiel halt nach unten kippt und dann da unten stehen bleibt erstmal, ja, und dass der halt der Long dann halt eben später kommt. Und das sind halt eben die zeitlichen Aspekte. Das ist immer so, ich will es jetzt nicht Glück nennen, aber ja, vielleicht schon so ein bisschen, ne? Aber das ist der zumindest der Faktor, den man so gar nicht irgendwie beeinflussen kann. Und wenn der Markt dann halt eben oder die Marktteilnehmer der Meinung sind, jetzt ist noch nicht so weit, wir müssen noch eine Runde warten. Und ich bin gerade dann im Live-Trading und dann, also im Livestream, und dann habe ich natürlich dann halt ein Problem. Ne? Und so haben wir es halt eben ja auch schon oft schon gehabt, dass zum Beispiel bei den NFPs der Markt dann irgendwas gespielt hat und ich aber dann halt viel mehr erklären musste, was er halt nachher macht. Und man sich dann halt eben darauf fokussieren musste, weil es während den NFPs einfach noch nicht gemacht hat. Ne? Und von daher ist das halt immer so ein bisschen schwierig, aber beziehungsweise auf der anderen Seite von daher heute auch legitim, dann an der Stelle auszusteigen. Ich versuche hier gerade die Kommentare noch aufzugreifen. Der Ansgar, ob der Dirk meine Fragen zum Framing nicht beantworten will oder einfach immer überliest. Nein, auf gar keinen Fall ist es Absicht. Framing-Frage bitte, aber da muss ich jetzt irgendwie. Ja, Ansgar, können wir das irgendwie ein andermal machen? Weil ich glaube, da müsste ich jetzt hier irgendwie also zu weit ausholen. Ne? Also die Frage ist, wenn ich das richtig verstehe, kannst du mal nochmal erzählen, wie du erkennst, ab wann das im kleinen Zeitrahmen ein Squeeze ist? Also man kann es jetzt hier nur insofern vielleicht kurz aufgreifen, dass ich jetzt halt jetzt zum Beispiel hier mal den M5 halt nehme, wobei ja, also ein Squeeze ist es halt dann, wenn er halt generell, wenn der Markt über einen Widerstand rausläuft, ohne zu korrigieren. Das ist generell, wäre halt mal so als Squeeze zu titulieren. Hätten wir jetzt hier aber schon sowieso schon mal gar nicht. Squeeze war dann halt eher, um das wirklich dann zumindest mal kurz aufzugreifen. Squeeze war das, was wir nach unten hatten hier. Das war ein Squeeze. Das sieht man rot, 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 rot. Nicht nur alle Kerzen rot, sondern auch das Framing irgendwie komplett rot. Und mit Framing ist gemeint hier die Außenstabsstruktur, die der Markt dann halt eben hier im M5 gezeigt hat. Also es ist, der Timeframe spielt ja jetzt nicht wirklich eine Rolle. Was man aber hier schön gesehen hat, ne, ist kaum dreht er das Framing um und dann bleibt es tatsächlich auch so. Ne? Das heißt, man hat hier schon so ein bisschen mehr Sortierung dann halt eben auch im Markt. Gut, wie gesagt, der Spike nach unten, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, der war halt aber trotzdem legitim. Ne? Also man sieht das Bild nicht. Das wäre natürlich schon schlau, das irgendwie auch zu zeigen. Also hier der M5, von dem ich gerade gesprochen habe. So, und wie man sieht, um es ganz schnell zu wiederholen, hier nicht nur die Kerzen sind rot, sondern auch das Framing ist halt rot und kaum dreht das Framing um, ne, dreht auch der Markt um. Das heißt, man hat hier so den Markt so ein bisschen besser halt, ein bisschen aufgeräumter, wie wenn man halt irgendwie nur mit Kerzen rumhantiert. Ne? Weil manchmal hat man auch so eine Seitwärtsbewegung, so, und mit der man halt nichts anfangen kann. Aber das hier ist jetzt noch kein Squeeze. Das hier war der Squeeze. Das jetzt nicht.
das wäre jetzt ein Squeeze, wenn er jetzt zum Beispiel halt das, was wir halt hier in Rot haben, jetzt anfangen würde, da oben drauf zu bauen. Ja, also einfach hier über diesen Widerstand jetzt drüber geht, wobei der jetzt nicht so wahnsinnig relevant ist für meine Begriffe. Aber wenn jetzt zum Beispiel halt einfach da oben drüber läuft und dann halt eben auch ohne Korrekturen so einen Turm da oben drauf baut, ja, so, dann weiß man, okay, ist ein Squeeze. Und man sieht ja auch hier, wann der Squeeze vorbei ist. Ne? In der Regel nämlich dann halt, wenn das erste Framing dann halt sich umdreht. Wobei man da halt schon ein bisschen aufpassen muss, natürlich ganz klar, da ist halt auch nichts in Stein gemeißelt und ist auch keine Raketenwissenschaft, das Ganze. Ne? Also das heißt, es kommt auch schon mal vor, aber dann eher bei einem relativ starken Ausbruch, dass halt das Framing dann mal kurz umdreht und dann doch wieder die alte Richtung aufnimmt. Ne? Aber trotzdem, man kann ja auch dann irgendwie den Fail auch mitnehmen und einer wird dann das Rennen aber machen. Ja? Und man weiß ja dann auch, wo das Risiko zu suchen ist, nämlich einfach in der Extension vom Framing. Extension ist das, was halt hier unten und oben eingezeichnet ist. Das heißt, hier ist eigentlich schon relativ klar, wo wir hinlaufen, nämlich auf die 863, weil das Framing sich so nach oben aufbaut, ausbaut, wie auch immer, ja. Und das ist eigentlich irgendwie schon gegebenes Programm, quasi, ne, abgespieltes Programm, was halt jetzt irgendwie gleich kommt, dass wir zumindest einmal kurz da oben anklopfen. Und weil es halt eben im Framing dann auch in der Richtung ist. Und vorher braucht man da auch irgendwie nicht short dagegen zu halten. Also, ne, aber wieder keine Empfehlung, auch ganz klar. Ne? Und auf der anderen Seite kippt er nach unten irgendwie mal kurz, ne, und zieht dann wieder zurück, wäre halt die Grenze bei der 723, ne, einfach an den Extensions. So, das jetzt in aller Kürze, aber generell würde ich halt so immer einen Squeeze identifizieren. Ne? Also vor allen Dingen, wichtig, das Charakteristische ist nicht nur das Framing allein, sondern eben auch, dass halt eben, wie jetzt zum Beispiel hier, auch wenn es jetzt kein gutes Beispiel ist, ja, aber wenn der Markt jetzt zum Beispiel hier irgendwie drüber schließt und dann halt einfach so in Etappen nach oben dann halt hier so weiterläuft. Ne? Nächste Kerze, ne? Und dann halt irgendwie ohne Korrektur, nur im Framing dann nach oben und das ist dann halt ein Squeeze. So, wenn das Framing dann eben auch noch dazu passt. Gut, so, damit hoffe ich doch, dass ich halt deine Frage zumindest so ein bisschen beantworten konnte und hier nicht einfach komplett unter den Tisch gekehrt hat. Also nochmal, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich bedanke mich natürlich bei dem Markt für die 100 Punkte und natürlich auch, dass er die Richtung eingeschlagen hat, die ich am besten fand. Und da halt jetzt auch kein Chaos macht. Also es klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Jetzt klar, das Danke an den Markt ist natürlich nicht wirklich ernst gemeint. Aber halt für mich ist immer schon wichtig, dass der Markt, auch wenn ich den jetzt zum Beispiel im Trading vielleicht gar nicht bekommen hätte, ja, aber dass ich zumindest sehe, okay, der Markt macht aber das, was er irgendwie vorher angezeigt hat, was plausibel wäre zu tun. Das finde ich halt immer schon super wichtig, weil das ja auch die Grundlage dafür ist, den nächsten Fahrplan zu machen für den nächsten Tag. Ne? Und deswegen überprüfe ich mich ja auch bei meinem Livestream ja auch immer selber, um da halt eben auch so diese Gewissheit zu behalten, okay, du hast den Markt noch im Griff. Ne? So irgendwie. Nicht im Griff, sondern du hast dich noch im Griff bei deiner Marktbetrachtung. Ne? Muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert oder zumindest nicht, wie man es formuliert, aber dass halt wirklich verstanden ist, wie es gemeint wird. Und deswegen sage ich halt so an der Stelle so ganz lapidar, danke an den Markt. Ja, ne? So danke, dass oder ich bin einfach dankbar dafür, dass es halt eben so aufgelöst hat, wie es sich für mich am plausibelsten dargestellt hat, weil das mir natürlich auch hilft in meinem persönlichen weiteren Analysieren des Marktes, was ich ja eben auch in meinem Trading Guide jeden Tag an euch weitergebe. So, das war ein langes Schlusswort. Wolfgang, möchtest du auch noch was sagen zum Schluss? Ja, eigentlich wollte ich alle begrüßen erstmal und auch mich auch dafür entschuldigen, dass ja, es die Verzögerung gab. Der Fehler liegt eindeutig auf meiner Seite. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt für die Geduld, dass wir so lange gewartet haben, dass wir zusammen mit dem Dirk das noch durchziehen konnten, das Webinar. Und ja, allen ein schönes Wochenende und viele erfolgreiche Trades noch. Dem schließe ich mich an. Euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.